So, hallo und herzlich willkommen im Wald, erneut zum Adventskalender im Herbst vorgedreht. Und wir haben hier ein wunderbares Exemplar von Habitatbaum im bereits abgestorbenen Zustand. Blick nach oben, ja, ist tot. Blick nach unten, so schaut er aus. Und zwar wirklich ein wunderschönes Exemplar, vor allen Dingen auch mit diesen tollen Konsolenpilzen hier. Die sind schon ziemlich alt. Ich glaube, ihr könnt es hören. Wenn man da so wunderbar drauf rumklopfen kann, dass es schon einen ordentlichen Klang ergibt. Karl Orff wäre begeistert und würde da Perkussionsinstrumente heißen die, glaube ich, draus machen. Meines Wissens ist das Karl Orff zu verdanken, dass wir die Dinger haben. Ich mag die, weil ich derart unmusikalisch bin, dass ich eben das Kind war im Musikunterricht, dass die Klanghölzer aneinander kloppen durfte. Und das war es dann aber auch. Oder so kleine Mini-Zirbeln. Je nachdem, wie scheiße ich an dem Tag gewesen bin, habe ich auch so einen Sack bekommen mit so Reiskörnern drin, der ein bisschen raschelt. Und dann konnte man im Takt rascheln oder gegen den Takt rascheln. Es hört halt keiner, hat mir meine Frau dann später erst erklärt, die sehr musikalisch ist im Gegensatz zu mir, dass das quasi die Maßnahme ist, um in hoffnungslosen Fällen auch irgendwas zu tun zu geben, während die anderen Kinder musizieren. Gut, wie auch immer. Jedenfalls wollte ich ein bisschen über verschiedene Löcher im Baum und die Spechte, die dazugehören, sprechen. Da gibt es dann auch noch mal einen kleinen Off-Teil. Daher werde ich den Teil hier im Wald ein wenig kurz halten und euch einfach mal ein paar Löcher zeigen. So, wir haben hier die Großhöhle. Ja? Das ist hier dieser Bereich, den man da hoffentlich schön sieht. Und das ist ja vom Specht insofern beabsichtigt, dass er damit natürlich in tiefere Tiefen des Holzes vordringen kann. Heißt, wenn die Höhle jetzt erstmal so kaminförmig ausgehöhlt ist, dann kann sich der Specht auch in die Höhle reinsetzen und in der Höhle nochmal tiefere kegelförmige Löcher machen, um in die Tiefe des Stamms zu gelangen. Das sehen wir hier auch ganz schön. Das sind so Initiallöcher. Ja, hier zum Beispiel, übrigens mit tollem Mulmmaterial. Dazu hören wir in einem anderen Beitrag des Adventskalenders dieses Jahres noch mal ein wenig mehr. Aber typisch ist wirklich so kegelförmige Bereiche, wo man kegelförmig in die Tiefe reinspechtet als Specht. Das hier, so muss das aussehen, das ist so wirklich der Archetyp, noch relativ frisch, deutlich frischer als die anderen. Und die Idee dabei ist einfach, dass der Specht sich hier so wirklich nach und nach erstmal den Rand ein bisschen großflächig, dann immer wieder in die Mitte haut und nach wirklich wie so ein Zuckerhut hüllt sich das dann aus und man kommt da ungefähr einen Ben-Mittelfinger tief etwa ins Loch. Und damit versucht der Specht hier oben, gleiches System, nur deutlich kleiner, damit versucht der Specht eben in die Tiefe des Stamms zu gelangen. Und was man jetzt zu Spechten eben wissen muss, generell sämtliche Spechte, dass die eine sehr lange klebrige Zunge haben. Das heißt, wenn jetzt hier ein vertikaler Gang von irgendwelchen Insekten, die hier in dem Stamm vor sich hinfressen, zu finden ist, ja, und das hört der Specht. Spechte haben durch ihr Gefieder, durch die Anlage ihrer Ohrlöcher, Muscheln, Knorpelohren wie wir, haben die ja nicht. Aber die haben dadurch quasi entlang, auch durch die Federn teilweise verstärkt, entlang des Schnabels so eine Art Richtmikrofon. Und mit diesem Richtmikrofon können sie wirklich mit dem Schnabel dahin hören, wo sie hinhören wollen, und hören dann das Gekratze, das Kauen, das Röpsen, das Pupsen der Bewohner hier unter der Rinde bzw. tief im Holz. Und dann denken sie sich, ha, da kaust du wohl, dich hole ich da aber raus. Ne? Und legen halt eben dann, wie gesagt, diesen Trichter entsprechend an, um dann in den Fraßgang, die meisten Insekten fressen von oben nach unten oder unten nach oben, das ist egal, aber entlang der Wuchsrichtung des Holzes. Ist auch einfacher als quer zu Faser. Und holen sich dann eben, sobald sie irgendwo diesen Gang erreichen, mit ihrer klebrigen Zunge, mit der sie dann quasi, also hier, ne, Schnabel, dann mit der Zunge da rein, und dann kann man mit der Zunge eben entsprechend den Gang dahinter in einer gewissen Länge entlang tasten. Und die hat halt eine sehr klebrige Spitze, und sobald dann eben da was berührt wird, was da dran hängen bleibt und sich ein bisschen käferartig anfühlt, das kann der Specht ja häufig machen, zieht er die Zunge zurück und im besten Fall klebt da dran dann halt ein Bockkäfer.
eine Larve davon natürlich. Ja. Also im Großen und Ganzen holt er hier Larven raus, weniger adulte Tiere. Die würden sich ja sofort nach außen arbeiten. Holzbewohnende Käfer, die erwachsen geworden sind, die fressen nicht mehr viel. Die suchen da nur noch Partner und kehren noch einmal ins Holz zurück, um Eier zu legen. Also die allermeisten machen das so. Und da kann sich der Specht dann gütlich tun. So, und eben, wenn jetzt aber das, die schon zu tief drin sind, dass er mit so einem Kegel hier nicht mehr drankommt, auch nicht mit der Zunge, dann kommt eben der große Aushöhlwahn zum Einsatz, dass da wirklich in die Tiefe gearbeitet wird, viel Holz abgetragen wird und dann eine solche größere, halboffene Mulmhöhle entsteht. Und das ist also ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Stamm hier vom Specht schon relativ stark abgegrast worden ist. Interessant ist auch, dass von der Seite hier kaum Löcher zu finden sind. Das bedeutet, wir können anhand dessen, dass der Specht das eben weiß, beziehungsweise mit seinem Richtmikrofon feststellen kann, sehr schön erkennen, von welcher Seite der Pilz hier eigentlich eingedrungen ist. Und da wir ja auch die, hier unten übrigens auch extrem starker Pilzbefall, das, ich gucke es nochmal nach, ich meine, das sei ein Hallimasch, irgendeiner, aber, ne, was heißt irgendeiner, der Hallimasch, ach, ich weiß es nicht genau, Pilz identifizieren, da bin ich halt wirklich raus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das hier ein Zunderschwamm sein könnte, es ist auf jeden Fall ein Konsolenpilz. Ja, wirklich, ich habe mich nie groß für Pilzbestimmung interessiert und habe in der entsprechenden, der Vorlesung im Studium leider nicht aufgepasst. Gut, wie auch immer, jedenfalls, hier typische Konsolenpilze an der Stelle, wo sich auch der Specht gut tut. Hier gehen die hoch, ja? Und ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen und auch entlang, wirklich typisch, ganz entlang der Pilze hat auch der Specht immer wieder seine Löcher angelegt. Der ist ja nicht blöd, ja? Der haut ja nicht zum Spaß irgendwo im Holz Löcher rein, also auch, aber im Großen und Ganzen meistens schon mit Sinn und Verstand. Und da, wo es halt was zu holen gibt. So, da jetzt aber die Insekten, die ja im Holz zu finden sind, die Spechtfutter sind, gar nicht das Holz fressen, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, sonst könnten sie sich ja im ganzen Stamm rumtreiben, sondern den Pilz. Und der Pilz, das Holz frisst, ist das wirklich eine wunderbare Koevolution aus Specht und Pilz, wenn man so möchte, die eben, beziehungsweise der Specht, der sich an den Pilz anpasst, um eben die Insekten da rauszufressen, die den Pilz auffressen. Das kann dem Pilz nur recht sein. Daher gibt es den einen oder anderen Kollegen, der die spannende Theorie mal geäußert hat, dass die Konsolenpilze, die optisch schön sind und so einen weißen Rand, wie wir ihn gerade gesehen haben, jetzt bin ich natürlich schon weitergelaufen, nicht Held, ausbilden, dass das ein Stück weit vielleicht beabsichtigt sein könnte, um einen vorbeifliegenden Specht zu signalisieren, hallo, hier, hol dir mal hier was, ne? Weil der Pilz eben davon profitiert, wenn der Specht kommt. Klar, der Specht haut auch einen Haufen Holz zur Seite bei der Gelegenheit, um eben an die leckeren Käferchen ranzukommen. Hier haben wir auch nochmal einen schön zersetzten Baum als zweites Beispiel, einen schön zerspechteten Baum. Aber er killt halt eben damit auch die Käfer. Also ist es für den Pilz mitunter vielleicht ganz interessant, den Specht anzulocken. Mir gefällt diese Theorie. Ist aber nur eine Theorie. Ne? Das ist jetzt also nichts Bestätigtes. Ich möchte euch aber auch hin und wieder mal ein paar spekulativen Ideen teilhaben lassen. Selbstverständlich ist so eine Pilzkonsole, da oben hängen noch ein paar kleine, primär jetzt erstmal dafür da, dass einfach der Sporen des Pilzes aus dem Holz rauskommt. Im Holz selber Sporen fallen zu lassen, macht keinen Sinn. Die fallen nicht mal einen Millimeter weit. Die fallen überhaupt nicht, genau genommen. Daher ist das dann schon sehr, sehr interessant eben für solche Sporenverteilungsprozesse. So, hier haben wir jetzt nebendran eine noch lebendige Buche. Und Specht braucht ja nicht nur was zu fressen. Specht möchte doch bitte auch Wohnraum haben. Und tatsächlich sind da noch lebendige Buchen erheblich interessanter. Insbesondere auch Buchen. Warum? Naja, die haben eine glatte Rinde. Ja, und wenn jetzt an der Buche nicht so viele Äste hängen, was hier leider dann doch noch ein Stück weit der Fall ist, also leider für den Specht, gut für die Buche, dann ja,
wenn hier nicht keine Äste hängen würden, astfreie Buchenstämme, gerade die, die wertvoll sind aus ökonomischer Sicht, die sind für den Schwarzspecht besonders interessant, weil er davon ausgeht, dass so ein Stamm der Baumarder deutlich schlechter hochkommt als ein Stamm, wo du halt eben jede Menge Riffel drin hast, jede Menge Angriffspunkte, wo der sich mit seinen Krallen gut festhalten kann. Hier hingegen an der glatten Buchenrinde ohne große, also hier sind auch ein paar, ne? Also das ist kein Idealexemplar, aber die glatten Abschnitte der Rinde, da tut sich auch ein Baumarder, trotz seiner spitzen, scharfen, schönen Kletterkrallen. Oh, da hat gerade der Specht geschrien, das war ein Schwarzspecht. Ich weiß nicht, ob man den gehört hat. Also vielleicht derjenige, der hier tätig war. Egal, jedenfalls der Baumarder kommt hier nicht so gut hoch. Also jetzt hat man ihn hoffentlich gehört. Würde mich freuen, wenn das irgendwie auf dem Video drauf ist. Ich kann es ja an der Stelle nochmal lauter machen. Gut, jedenfalls diese Löcher, typischerweise Testbohrung. Und wenn wir hier mal klopfen, das klingt verdächtig hohl. Ja, also das ist schon keine völlig unhohle Buche mehr. Und das sind also diese typischen Kegel. Ja. Aber in diesem Fall, hier wirklich, da die Rinde noch intakt ist, musste er erstmal großflächig die Rinde freilegen, um dann da eben das Loch machen zu können. So, und wenn wir jetzt ein bisschen höher gehen und er da ein bisschen rumgetestet hat, dann könnte ein kleinerer Specht, ein Buntspecht zum Beispiel, ein Loch dieser Größe und dieser Kategorie durchaus auch als Wohnraum attraktiv finden. Das ist jetzt noch ein bisschen weit unten, aber das ist auch noch nicht allzu lange her, dass der hier diese Löcher angelegt hat, weil wir haben auch noch Saftfluss aus dem Loch. Das sieht man hier noch ganz schön, ja? Dass da also offensichtlich die Buche sich noch anstrengt und diese Löcher wieder zuzukriegen, zumindest die kleinen. Und da oben bildet sich so ganz langsam so ein erster Ansatz von dem Versuch der ja noch lebendigen Buche, das Loch auch wieder zuzumachen. Also gerade bei den großen Löchern. Das heißt, spätestens wenn wir an der Rinde, am Rand der weggeklopften Rinde, einen Wundkallus finden können, also so eine Art Wall, der sich langsam in Richtung der Mitte des Lochs wieder zuschließt und der Specht anfängt, diesen Wall dann wegzuschlagen, wegzuklopfen. Da habe ich jetzt leider gerade kein schönes Beispiel zum zeigen. Vielleicht finde ich was im Internet, also ein Foto. Dann haben wir es auf jeden Fall mit einer bewohnten Spechthöhle zu tun oder einer Spechthöhle, die zumindest als Zweit- oder Dritthöhle, Ersatzhöhle vom Specht in Erwägung gezogen wird. So, und was ich jetzt noch als eben Voice-Over-Beitrag hier noch anschließen möchte, sind ein paar Spechtbilder und für die ein paar der häufigsten Spechte, wo die jeweils drin wohnen und was da die unterschiedlichen Ansprüche an mögliche Höhlenbäume sind. Daher als Ben vor Ort schon mal tschüss, bis morgen, dann auch sicher mit irgendeinem Ben vor Ort. Diese vielen Bens immer. Macht's gut. Ciao. Ja, wenn man einen Specht sieht, dann kann man meistens davon ausgehen, dass es sich um ihn hier handelt, nämlich um den Buntspecht. Ist mit Abstand unser häufigster Specht, ist erfreulicherweise auch wirklich ein inzwischen ganz schön häufiger Vogel, auch wenn man bedenkt, dass die recht groß sind, ordentlich viel Futter brauchen, natürlich auch Platz brauchen, um ihre Höhle anzulegen, ist es doch sehr erfreulich, dass ihre Zahl mindestens stabil ist. In vielen Fällen hat sie in den letzten Jahrzehnten eher zugenommen als abgenommen. Also wirklich ein ganz, ganz toller Vogel. Das ist ein Allesfresser, der futtert also, was er kriegen kann, mit wirklich einem ganz breiten Spektrum möglicher Nahrung. Man findet sie schon mal am Vogelhäuschen, wo sie sich ein bisschen selber reinholen, aber selbstverständlich holen sie halt eben auch alles mögliche Getier aus dem Holz. Und sie bauen sich natürlich auch eine Wohnhöhle. Jetzt ist so ein Buntspecht gar nicht mal so klein, hat also entsprechend einen relativ langen Hebel, wenn er dann klopft. Aber die haben es ein bisschen eilig, was den Höhlenbau angeht. Im Regelfall wird jedes Jahr eine neue Höhle angelegt, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und das sehen wir zum Beispiel jetzt hier mal eine typische Buntspechthöhle. Und dadurch braucht er recht weiches Holz, mit dem er arbeiten kann, weil er es ja eben ein bisschen eilig hat beim Anlegen der Höhle. Und das bedeutet, die Bäume, die jetzt bisher als Nahrungsbäume gedient haben, die wir auch gesehen haben beim Band vor Ort, das sind auch so ziemlich ideale Bäume vom Verwesungszustand her, wie man hier auch eben schön sehen kann, in denen er sich durchaus auch mal gerne eine Höhle anlegt. Meistens ist es Weichholz,
Muss nicht zwingend so sein, kann auch einfach ein fortgeschrittener Zersetzungszustand sein, aber er bevorzugt Bäume mit einem weicheren Holz. Das kann zum Beispiel sein, eine Linde wäre sicherlich sehr, sehr angenehm, kriegt schnell mal Spechtlöcher, ist auch schnell mal ausgehöhlt. Das ist sicher eine Option. Nadelbäume wie schlicht und ergreifend die Fichte, gerne auch die Kiefer, werden recht gern angenommen vom Buntspecht. Ja, und dann sucht dass sich eben Stellen wie diese hier, die dann schon deutliche Spuren von Pilzbefall aufzeigen. Und in das Holz, in dem er normalerweise auch Nahrung sucht, haut er sich dann eben auch eine Höhle rein. Das wäre jetzt also nicht untypisch für einen Buntspecht. Wenn mal in heiteren Hölzern eine Höhle angelegt werden soll, dann könnte die ungefähr folgendermaßen aussehen. Nämlich so die typische Schwarzspecht. Die typische Spechthöhle sieht dann ungefähr so aus, dass wir da also erstens unten eine Ausflugöffnung haben, beziehungsweise eine Rinne zum Wasser ablaufen lassen. Oben ist die Kante relativ scharf geschnitten, also das wirkt so, als ob das wirklich ordentlich angeschnitten wäre. Nahezu, das dient einfach dazu, dass wenn es regnet und das Wasser fließt den Stamm runter, die Tropfen an der oberen scharfen Kante wie an einer Messerklinge im Wesentlichen, kann man damit ungefähr vergleichen, runtertropfen sollen und dann tropfen die Tropfen nicht auf eine glatte Fläche, weil dann würde der Tropfen ja in seine Einzelteile zerspringen und ein Teil der Feuchtigkeit fliegt auch in die Höhle, sondern sie tropfen auf diese nach außen abgeschrägte Fläche, sodass sämtliche Spritzer, die beim Runtertropfen des Regentropfens, des Wassertropfens entstehen können, auch schön nach außen gehen. Das ist also jetzt schon die Deluxe-Höhle. Kann der Buntspecht, ist in diesem Fall keine Buntspechthöhle bei diesem Foto, aber können tut er das schon, macht er eher selten. Meistens macht er einfach ein ganz normales, kreisrundes Loch ohne irgendwelchen Schnickschnack und irgendwelchen Firlefanz. Ja, das hier ist ein internationales Foto, weiß gar nicht, wo ich das her habe. Das kann man aber so ähnlich auch in Deutschland finden. Wir haben hier also eine ganze Reihe von kleinen Spechtlöchern, der da so quasi Kalaschnikow-mäßig drrrrt den Baum entlang gemacht hat, um viele solche kleinen Löchlein zu machen. Wahrscheinlich wird er das nicht so richtig Kalaschnikow-mäßig betrieben haben, sondern schon mit ein paar Schnabelhieben pro Loch und dann zack, nebendran sofort das nächste Loch und dann wieder ein kleines Schrittchen machen und zack, wieder nächstes Loch und immer so weiter. Das dient dazu, dass aus diesen Löchern bitte Baumsaft austreten möge und zwar nicht irgendein Baumsaft, sondern natürlich der Phloemstrom, der unter der Rinde stattfindet. Das heißt, wenn man relativ kleine Löcher in die Rinde oder durch die Rinde bis ins Phloem, also die äußeren Holzschichten eines noch lebendigen Baumes, anlegt, dann hat man damit die Zuckerleitbahn angestochen. Und damit tritt aus diesen Löchern eine Zeit lang, bis der Baum eben entsprechend positiv darauf reagieren kann, indem man dann alles wieder verschließt und das Ganze zum Erliegen kommt, der Saftfluss, aber in einer kurzen Zeit und meistens intensiv nur im Frühjahr, im Rest des Jahres wenig bis gar nichts, im Winter, wenn, sofern es im Winter gibt, tatsächlich gar nichts. Im Sommer mag da ein ganz kleines bisschen was fließen, aber wirklich nur minimalst. Ja, und jedenfalls diese Löcher dienen einfach dazu, aus dem jeweiligen frischesten Loch ein paar Tropfen Phloemwasser, also zuckerhaltiges Wasser, das ursprünglich dafür gedacht ist, in die Wurzel transportiert zu werden, um dort als Speicher, ja, als Energiespeicher zu dienen oder eben direkt von der Wurzel zu Verstoffwechselungszwecken genutzt zu werden. Ne? Also so ein bisschen Dracula-mäßig, ein Spechtvampir, der da Bäume anpiekst, um dann Blut gewissermaßen zu lecken. Ne? Ist natürlich trotzdem nur Pflanzensaft. Buntspechte machen das ganz gerne, diverse andere Spechte auch. Insbesondere international kommt das relativ häufig vor. Ja, und leider kommt es auch vor, dass der Buntspecht beschließt, ihr habt da so ein lustiges Dämmmaterial an eurem Haus verwendet. Wenn ich da dagegen haue, dann habe ich da ganz schnell ein Loch drin und dann kommt bloß noch Styropor. Das lässt sich ja wunderbar bearbeiten. Da kann ich mir ganz hervorragend diverse Höhlen anlegen. Ja, und dann kann er auch durchaus ein bisschen unbeliebt werden, so als eigene Wohnung einrichtender Hausbesetzer sozusagen.
Klar, die Löcher reduzieren jetzt nicht, beziehungsweise erhöhen nicht unbedingt die Dämmleistung des Hauses und können auf die Dauer richtig ins Geld gehen, wenn man die wieder zumachen möchte. Daher möchte man vielleicht nicht einen solchen Dämmungsspecht sozusagen in der eigenen Hütte haben. Ja, wir sind bisher glücklich davon gekommen, aber ich kenne ein paar Leute, die das schon erlebt haben und deren Begeisterung von Spechten daher. Ja, sie erkennen an, dass es im Prinzip ein tolles Tier ist, aber bitte nicht schon wieder bei mir im Haus. Der Mittelspecht, der galt und gilt eigentlich immer noch als Urwaldreliktart. Bedeutet, wo der vorkommt, ist der Wald offensichtlich reich an Alt- und Totholzstrukturen, die er eben benötigt, weil er nicht so viel Kraft im Stabel hat. Der haut nicht mit voller Power zu und braucht entweder sehr weiche Hölzer zur Wohnhöhle anlegen. Zum Nahrungserwerb nimmt er gerne auch Harthölzer, die allerdings dann bitte eine grobe Struktur aufweisen sollen, vor allem der Rinde, dass er also auch in die Spalten reinkommt und in den Spalten die ein bisschen vergrößert und da dann nach kleinerer Nahrung mit untersucht. Also ein Spezialist für reiner Nahrungserwerb im Totholz. Der geht auch nicht auf den Boden, der geht auch nicht zum Vogelhäuschen normalerweise. Also schon wirklich etwas spezialisiert. Spechtspecht sozusagen. Für Höhlen braucht er dann eben gerne Linden, Pappeln, Erlen, das sind so die typischen Vertreter, wo er gerne hingeht, oder halt eben sehr stark schon zerpilztes Holz, dann darf es auch mal eine Eiche oder eine Buche sein, sofern dann eben, wie gesagt, der Pilz bereits den Weg freigemacht hat für eine Höhle. Er baut auch jedes Jahr eine neue Höhle, verwendet selten alte Buntspechthöhlen und noch seltener baut er Kleinspechthöhlen aus, um sie dann halt für seine persönlichen Bedürfnisse groß genug zu machen. Der Mittelspecht ist nur geringfügig ein paar Zentimeter und nur ein paar Gramm leichter als der Buntspecht, ne? Also wirklich nur geringfügig kleiner, 15% im Schnitt kleiner als ein Buntspecht. Also an der Größe kann man sie schwer auseinanderhalten. Allerdings das helle Gesicht ohne auffällige Schwarzzeichnung und bei beiden Geschlechtern die sehr große rote Mütze, die sie aufhaben. Wunderschöner Vogel. Ich kenne einen Bestand, da kommt er häufiger mal vorbei. Ich habe den jetzt schon 5, 6 Mal gesehen. Weiß nicht, ob es immer derselbe ist, aber da hat es ordentlich was davon. Ja, ganz toller Vogel. Bild von der Höhle kann ich euch leider keins zeigen, habe ich keins gefunden. Ach ja, und damit es bei ihm in die Höhle nicht reinregnet, baut er seine Höhle bevorzugt unter großen Baumpilzen, also quasi als Regenschirm überm Loch, oder auf der Unterseite von Ästen, also mit dem Einflugloch auf der Unterseite vom Ast. Und der Ast wird dann plus minus halt so weit ausgehöhlt, wie es für ihn notwendig ist. Gerne auch Astansätze, die noch so halb aus dem Baum rausragen, noch so 1 Meter vom Ast übrig, der Rest ist schon verfault. Das sind so typische Orte, wo er gerne seine Höhle anlegt. Ja, dann hätten wir noch den Kleinspecht anzubieten. Der heißt so, weil er klein ist. Ja, der bewohnt dementsprechend auch wirklich nur sehr kleine Höhlen, die er vorzugsweise in sehr morschem Holz anlegt. Da wir sehr morsches Holz und außerdem hat er eine Vorliebe für einzeln stehende alte große Bäume, wo er sich Nahrung rausholt, die holt er nämlich aus den dünnen Bereichen der Äste, fängt sich da alle möglichen Viecher, die da so unterwegs sind. Und da besonders viele Viecher in einzelstehenden, relativ lichtdurchfluteten großen Baumkronen zu finden sind, möchte er davon gerne ein paar haben. Da will er aber nicht drin wohnen. Wohnen möchte er bitte irgendwo in sehr, sehr morschem Weichholz. Also das selbst Weichholz muss für ihn schon direkt morsch sein, damit er da einziehen kann, weil er eben aufgrund seiner geringen Körpergröße relativ wenig Hebelwirkung hat, um allzu heftig klopfen zu können. Also der hämmert auch ganz ordentlich und der gibt sich auch große Mühe und er hat auch wie alle Spechte die berühmte Stoßdämpfung zwischen Schnabel und Hirn, die verhindert, dass er Kopfschmerzen beim Hämmern bekommt. Ja, wie fast alle Spechte. Ich weiß jetzt nicht, ob das will ich mich gar nicht so sehr festlegen, dass das wirklich alle haben. Er hat sie jedenfalls und kann also auch entsprechend viel klopfen. Die Höhlenöffnung ist grundsätzlich kreisrund. Und die Höhle hält immer nur eine Brutsaison, weil sie eben in sehr weichem Material gebaut wird. Also ein Recycling der Höhle, was der Buntspecht oft macht, der Mittelspecht hin und wieder mal macht und der Kleinspecht eben nie macht, ist sehr, sehr, sehr auffällig. Hier haben wir sogar mal ausnahmsweise ein Bild einer Höhle. Wenn wir uns da angucken, wie viele Pilze bereits an diesem Baum hängen, da ist wirklich damit zu rechnen, dass der ziemlich hinüber ist und es nicht mehr lange macht und genau die richtigen Bedingungen sehr, sehr weich
gleiches Holz für dieses Kleinspechtweiblein hier zum ja, Anlegen bzw. Ausbauen der Höhle. So ein Höhlenbau dauert ungefähr 2 Wochen. Wenn die Höhle kaputt geht, wird notfalls noch eine Ersatzhöhle in circa einer Woche zusammengezimmert. Die ist dann natürlich ein bisschen weniger geräumig. Grob kann man sagen, eine Kleinspechthöhle hat ein Volumen von ungefähr 1 Liter. Das langt dann aber auch. Und dann unser letzter Specht für heute. Wenn wir mal sowas hier entdecken können, dann haben wir es mit dem Schwarzspecht zu tun. Das ist also ganz, ganz typisch, diese nahezu abgestochenen, mit dem Stechbeitel ja großflächig angelegten Zugänge zu insbesondere im Baum sich befindlichen Ameisen. Das macht eigentlich nur der Schwarzspecht. Er kann auch noch andere Löcher, aber das wäre so seine typische Variante von Fraßbild, wenn man sich sicher sein möchte, mit wem man es zu tun hat. Und das ist hier ein Jungtier, da kann man schön die spitze Zunge sehen und die kann er eben sehr weit aus dem Maul auch, aus dem Maul, aus dem Schnabel natürlich herausstrecken und kann dann eben, wie es der Ben vor Ort schon erklärt hat, eben die Fraßgänge der diversen Insekten, beziehungsweise in diesem Fall weitestgehend Ameisen, die sich da im Stamm tummeln, nachverfolgen und ihnen mit der Zunge folgen und sie dann eben rausziehen. Dadurch, dass die, auch wenn sie nicht so aussieht, doch relativ knebrig ist, beziehungsweise teilweise wohl auch angeblich Widerhaken, so leichte Widerhaken aufweisen soll, habe ich mal irgendwo gelesen, aber das kann ich jetzt momentan gerade nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen. Der Schwarzspecht ist unter den Spechten, die wir bisher angesprochen haben, der einzige Vertreter, der tatsächlich seine Höhle langfristig bewohnt. Die wird also über mehrere Jahre genutzt und typischerweise zumindest bei uns im Buchenwald, wo er sich durchaus wohlfühlt, allerdings nicht im reinen Buchenwald, sondern bitte im Buchenwald mit gewisser Beimischung von Tanne oder Fichte oder theoretisch auch Kiefer. Ein bisschen Nadelhölzer braucht er, weil er da mehr von seinen leckeren Ameisen findet, die er besonders gerne futtert. Und aber als Wohnort wird ein Buchen bevorzugt und zwar möglichst eine hohe, dass er also seine Höhle recht weit oben anlegen kann. Den glatten Stamm der Buche ausnutzen, wie der Ben vor Ort hat es auch schon erwähnt, wo der Marder nicht so gut hochkommt und dann legt er eine Höhle an, wie wir sie hier jetzt eben sehen können. Ja, so eine typische Schwarzspechthöhle ist auf Dauerhaftigkeit ausgelegt, also quasi das Gegenteil der Kleinspechthöhle, die ja immer nur eine Brutsaison halten muss, also noch nicht mal ein Jahr, und soll viele Jahre lang halten. Damit das funktioniert, braucht der Schwarzspecht entsprechend einen relativ gesunden Baum. Oh, also hier noch eine recht gesunde Buche, keine sichtbaren Pilze am Holz. Und macht dann Folgendes. Er kommt zum ersten Mal und macht ein kleines Loch in die Buche. So, jetzt fliegt er wieder weg und kommt ein Jahr später wieder und guckt mal, was aus dem Loch geworden ist. Im besten Fall hat das kleine Loch jetzt bereits eine Pilzinfektion hinter sich, denn Buchenholz ist sehr, sehr hart. Das kriegt selbst der größte und stärkste Specht, den wir in Europa so haben, nicht so mir nix, dir nix klein. Da möchte er sich ein bisschen Hilfe holen und wartet daher auf die Pilzinfektion. Ist die Pilzinfektion dann am Gang und der Pilz hat sich bereits ein bisschen ausgebreitet, dann kann er das jetzt befallene Holz problemlos wegmeißeln, macht er dann auch schnell, dann fliegt er wieder weg und macht irgendwelche anderen Dinge und kommt ein Jahr später vielleicht nochmal wieder und meißelt wieder weg, was bis dahin vom Pilz befallen wurde und immer so weiter und immer so weiter. Das heißt, der Höhlenbau ist nicht innerhalb von Wochen, sondern innerhalb von Jahren abgeschlossen und dementsprechend baut, habe ich mal irgendwo gelesen, ein Schwarzspecht im Laufe seines Lebens circa 1,5 Höhlen. Ja, weil, wie gesagt, weil es eben so lange dauert. Er hat schon gerne mehr als eine, aber manchmal wird zum Beispiel die elterliche Höhle übernommen, manchmal wird irgendeine verlassene Höhle übernommen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Schwarzspechthöhlen sind außerordentlich wichtig für Waldökosysteme, weil sie eben die dauerhafteste Unterkunft darstellen, die es gibt. Sie stellen auch die größte Unterkunft dar, die es an Baumhöhle, die noch nicht völlig zerfallen ist und wirklich einen guten Schutz von den Elementen und vor Fressfeinden bietet. Ja, ist das ziemlich das Luxus-Apartment für verschiedenste Tiere, die da möglicherweise gerne einziehen möchten, darunter Fledermäuse, Bilche,
Also Bilche sind Siebenschläfer, zum Beispiel Gartenschläfer und die Haselmaus, das sind die drei. Oder theoretisch sogar Wildkatze und das Eichhörnchen, das wäre jetzt ganz was Profanes, aber auch das nimmt gerne mal so eine Höhle auch mal, wenn es gerade irgendwie die Gelegenheit dazu bekommt. Ne? Die Gelegenheit ist immer dann, wenn der Besitzer, sprich der Specht, die Höhle nicht mehr braucht oder verstorben ist oder aus Ehestreitigkeiten beschlossen hat, dass jeder seine eigenen Wege geht oder was da sonst nicht alles passieren kann. Jedenfalls kommt das durchaus mal vor. Und daher sind Spechte vielleicht mit dem Biber zusammen so die wichtigsten Architekten eines artenreichen Waldökosystems. Der Biber ist natürlich noch wichtiger, wo es ihn dann gibt und wo er viel Einfluss nimmt. Aber Schwarzspechte sind schon außerordentlich bedeutsam und auch bedeutsamer als die anderen Spechte, eben weil die Höhle so auf Dauerhaftigkeit ausgelegt ist. Ja. Und das wäre es zum Thema Spechte und Spechthöhlen damit auch gewesen. Ich bedanke mich bis morgen mit einem anderen Ben. Der hat dann auch weniger Schnupfen vermutlich.